es nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füllen muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause, in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Ach, was haben wir denn da? Verdammte Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Diese Klausur ist in zwei Gruppen eingeteilt. A und B. Dann was ist nicht zu glauben? Antje van Reden, schwarz auf weiß, die volle Punktzahl. Meine Eltern wollen wegziehen, nach Hamburg. Wirklich? Wann? Morgen früh? Ich denke, wir ziehen in 14 Tagen rum. Es war ja auch so ursprünglich geplant. Was ist? Kommst du mit? Was immer du jetzt auch vorhast. Setz dich erstmal hin und lass uns in Ruhe darüber reden, ja? Deine Eltern haben mich in aller Herrgottsfrühe angerufen, weil Atze letzte Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Ich weiß wirklich nicht, wo Atze ist. Hallo, kann ich mal kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich muss nämlich eintragen, wer morgen trotz des Lehrerausflugs noch hier ist, damit die Küche planen kann. Antje, was ist mit dir? Ich bin bei meinen Eltern auf dem Bauernhof. Übrigens, deine Geschichtsklausur soll ja sensationell gewesen sein. Ja, ja, kann man schon sagen. Thekla? Ich bleib hier. Und Laura, wie sieht's bei dir aus? Wie immer. Du fährst also nicht nach Hause? Mhm. Sag mal, hast du nicht Lust, mit zu mir zu kommen? Meinst du das im Ernst? Ja, ja, mein Vater freut sich sicher, wenn ich dich mitbringe. Ich habe ihm auch schon erzählt, dass du mir beim Lernen geholfen hast. Habt ihr nicht sogar Pferde auf eurem Bauernhof? Nee, nur ein Pony. Aber wir können eine Runde Traktor fahren. Nadja, Nadja. Was ist? Ich bleib doch nicht hier. Könnt ihr euch das nicht mal früher überlegen? Hat jemand mal ein Radiergummi? Also der Rucksack ist definitiv nicht da und der Schlafsack auch nicht. Bist du sicher? Ja, natürlich. Der Schlafsack war immer in seinem Schrank, zusammen mit der Isomatte. Und die muss er auch mitgenommen haben. Hoffentlich hast du recht. Wie meinst du denn das? Naja, ich denke, wenn er seinen Schlafsack und die Matte mitgenommen hat, dann wird er keine allzu schlimmen Dummheiten machen. Ah. Du meine Güte, woher du mal diese Gewissheit nimmst, ja? Also, ich brauche jetzt erstmal was zur Beruhigung. Du, er wird bestimmt wieder auftauchen. Ich kenne ihn doch. Eberhard, ich glaube, wir haben Atze total überfordert. Mein Gott, Knall auf Fall von hier nach Hamburg. Ja, vielleicht. Für ihn ist Seelitz seine Heimat. Alle seine Freunde leben hier. Ja, trotzdem ist das nun lange kein Grund, sich einfach auf und davon zu machen. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Das kenne ich doch von dir. Sobald es Probleme gibt, erst mal abhauen. Also bitte, ja? Es bringt dir jetzt wirklich nichts. Falke? Ach, du bist es. Dein Vater. Ja. 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 Hallo? Nein, 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 er ist immer noch nicht aufgetaucht. Wir haben überall alles nach ihm abgesucht. Oh Gott. Mensch, was denn heute mit dir los? Du bist doch sonst nicht so komisch. Ich mach mir Sorgen um Atze. Wir haben ihn schon überall gesucht. Keiner weiß, wo er steckt. Wart ihr auch schon hinten im Dorf bei den Gewächshäusern von Blumenwutke? Wie kommst du denn darauf? Na, zwischen den Pflanzen kann man sich doch super verstecken. Meinst du? Ja, wäre außerdem ein Platz, wo man nachts auf gar keinen Fall frieren würde. Und fließend Wasser gibt's auch. Verstehe. Oh, verdammt. Was denn jetzt? Ich hab doch Pasulke versprochen, dass ich seine Blumen gieße. Das hätte ich jetzt beinahe verschwitzt. Na, wo ist er denn? Hast du hier einen Schlüssel rausgenommen? Ich? Wie kommst du denn auf die Idee? Wollen Sie in den Himalaya? Nein, nein, das ist für mein Krea-Seminar in San Francisco. Da geht es um künstlerische Ausdrucksformen. Wie, und dazu brauchen Sie solche Schuhe? Ja, in dem Prospekt steht, dass wir unter anderem auch Ausflüge in die Canyons machen. Das ist ja klasse. Und was sonst noch so? Wir entdecken neue Kunstformen, Airbrush, Bodypainting, Graffiti. Boah. Ja. Und das alles so in 6 Wochen? Nein, so wird das nichts. Ich versuche das jetzt andersrum. Vergessen Sie nachher nicht, sich den Senkel noch um den Knöchel zu binden, ne? Mhm. Ich weiß, wir stören, Herr Dr. Wolfert. Ich bin sofort fertig. Nein, nein, lassen Sie sich ruhig Zeit.
Ach, übrigens, wissen Sie, dass ich in diesem Jahr meinen Schülern bis zum letzten Moment die Chance gegeben habe, ihre Noten zu verbessern? Und, haben Sie es genutzt? Ja, einige schon. Manche sogar mit durchschlagendem Erfolg. Zum Beispiel Antje van Reden hat doch eine glatte Eins geschrieben. Antje eine Eins? Ich dachte, die ist in Geschichte auf 6 abonniert. Allerdings, deswegen sträubt sich mir noch ein wenig die Feder. Wieso? Eins ist doch eins. Oder gibt es da Also ich Gründe? Bin schon sehr überrascht über diesen plötzlichen Leistungsschub. Also wenn Ihre pädagogische Saat derart erfolgreich aufgeht und eine Schülerin sich so verbessert, dann sollten Sie sie nicht mit Misstrauen strafen. Außerdem haben Sie doch einen der übelsten Paukertricks angewendet, ha? Wie meinen Sie? Ich sage nur Reißverschlussprinzip. Sie wollen doch nicht im Ernst dieses Verfahren in Frage stellen. Naja. Aber da es in der Tat keine Anhaltspunkte für irgendeinen Betrugsversuch gibt, neige ich zu dem Prinzip, im Zweifelsfall für die Angeklagte. Heißt das, dass Sie Antje im Zeugnis keine 6 geben? Nein. Ihr rechnerischer Notendurchschnitt ergibt sogar eine knappe 4. Darf ich mal? Bitte. Was kostet denn so ein Schuh? Wieso, wollen Sie denn in den Sommerferien etwa auch nach San Francisco? Nein, ich bereite eine Wanderung durch das Hochsauerland vor. Hey, habt ihr nichts Besseres zu tun? Seit wann ist es denn verboten, auf dem Schulhof zu spielen? Und was machst du hier überhaupt? Das geht euch gar nichts an. Haut endlich ab! Hey! Hallo, Alexandra. Herr Persulke ist weggefahren, falls du ihn suchst. Das wusste ich ja gar nicht. Danke für die Auskunft. Sag mal, gibt es von Atze schon eine Spur? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ach, deswegen machst du so ein Gesicht. Hör mal, Atze ist doch ein vernünftiger Junge. Das ist wahrscheinlich alles ein Missverständnis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so wegläuft. Glaube ich auch nicht. Und seine Freunde aus dem Dorf, wissen die denn irgendetwas? Nee, die habe ich schon 3-mal gefragt. Ups, ich glaube, ich habe dann meine Haarspange verloren. Bis nachher denn. Ja, tschüss und Kopf hoch. Hatze, jetzt mach endlich auf. Ich weiß, dass du da drin bist. Warte. Jetzt beeil dich doch mal, sonst sieht mich noch jemand. Nicht so laut. Es weiß sowieso keiner außer mir, dass du hier bist. So, hier ist noch der Loche. Ein kleineren konnte ich nicht finden. Wie gesagt, die Sachen sind vollkommen ungeordnet. Da ist alles Mögliche dabei. Zeitungsausschnitte, Artikel aus Fachzeitschriften. Es wäre schön, wenn du sie nach irgendeinem Prinzip ordnen könntest. Ja, ja, ich krieg das schon hin. Am besten, du ordnest sie nach Themen. Ich lass mir da schon was einfallen. Oder mach es doch besser alphabetisch. Und bevor das Ganze in Kinderarbeit ausartet, machst du eine Pause, gell? Und Philipp. Dankeschön. So, na dann wollen wir mal. Aua! Oh, was soll denn das? Spinnt ihr? Meint er uns? Nee, wieso? Aua, was soll denn das? Ich glaube, Philipp hat was gebissen, der zuckt so komisch. Der zuckt nicht, der zappelt. Stimmt. Ob der Philipp heute still so bei Tische sitzen will? Sehr, sehr witzig. Selten so gelacht. Damit könnt ihr glatt im Kindergarten auftreten. Sorry, Herr Professor, war ein reines Versehen. Wird nicht wieder vorkommen. Am besten nimmst du ein paar ältere Klamotten mit. Wieso soll ich dir beim Ausmisten helfen? Quatsch, es geht bei uns auf dem Hof automatisch. Was hältst du davon, wenn ich mein Futter bereit bin? Oh ja, dann knipsen wir dich bei den Kühen im Stall. Sag mal, schlafen wir in einem Zimmer? Na klar, du kriegst eine Matratze neben meinem Bett, da können wir immer noch eine Weile quatschen. Ach, hallo Antje. Ich wollte dir schon mal zu deiner 4 gratulieren. Gratulieren? Zu meiner 4? Ja, ich habe mich soeben entschlossen, dir aufgrund deiner letzten Arbeit als Gesamtnote für dieses Schuljahr im Fach Geschichte ein knappes Ausreichend zu geben. Wirklich? Danke.
Ehrlich gesagt, ich hätte dir diesen Kraftakt nicht zugetraut, aber wenn es drauf ankommt, scheinst du ja über geheime Reserven zu verfügen. Antje hat sich eben ganz besonders angestrengt. Mhm. Siehst du, dein Gedächtnis ist doch ganz ausgezeichnet, wenn es um so greifbare Alltagsdinge wie Handwerksgilden geht. Ja, ja. Was ich sehr bemerkenswert fand, war, dass du sogar dich in den Gesetzen der Ehrbarkeit der Gilde der Tuchmacher auskanntest, obwohl wir doch diese Frage gar nicht vorbereitet haben. Ja, ich habe mich selbst gewundert, dass sie so solidarisch waren. Na, ob du da nicht schon wieder was durcheinander bringst? Herr Dr. Wolfert, wir müssen noch ein paar Sachen einpacken. Antje hat mich nämlich zu sich nach Hause eingeladen. Einen Augenblick noch. Weißt du, was mich ganz besonders noch interessiert? Moment. Ich habe euch das schon so oft verboten, was da alles passieren kann. Gebt die Dinger her! Im Labor ist sie auch nicht. Hast du vielleicht Alexandra gesehen? Nö, wieso? Ist im Labor ein Feuer ausgebrochen? Nee, schon gut. Guck mal, ist sie das? Ja, Otto. Hi, Alexandra. Wie seht ihr denn aus? Wir suchen Atze. Wir haben ihn jetzt schon überall gesucht. Ja, wir waren schon in der Lagerhalle und in seinem Baumhaus. Keine Spur. Auch in den Gewächshäusern vom alten Wuttke. Nirgends ist er zu finden. Ich weiß, ich suche ihn doch selber. Also du weißt auch nicht, wo er ist? Woher soll ich das denn wissen? Vorher nur eine Frage. Der sein können, dass er dir was erzählt hat. Hat er aber nicht. Sein Vater sagt, er hat den Schlafsack mitgenommen. Hab ich auch gehört. Tja, wir gehen ja mal. Die anderen warten bestimmt schon auf uns. Wir wollen nachher noch den See absuchen. Wirklich? Nur für alle Fälle. Also dann, ciao. Tschüss. Alexandra! Hallo, Frau Feitke. Alexandra, ich muss mit dir reden. Sag mal, Alexandra, weißt du wirklich nicht, wo Atze ist? Nein, und dreimal nein. Ich weiß wirklich nicht, wo er ist. Oh, es tut mir so leid. Vielleicht geht's dir genauso wie mir. Aber irgendwo muss er doch sein. Oh Mist, genau an der falschen Stelle. Stand da jetzt hoch 3 oder war es R im Quadrat? Vielleicht kommen wir der Lösung ja so ein Stück näher. Oh je, das wird wohl nicht. Hey, verzieht euch. Ich wollte ja nur den Ball holen. Aber danach seid ihr sofort wieder draußen. Okay. Ich kann ja nicht wissen, dass du schon für Silvester sammelst. Jetzt reizt mir aber, hebt sie sofort auf. Du könntest wenigstens bitte sagen. Hebt sie auf. Warum? Darum hebt sie endlich auf. Ist das meine oder deine Schnipsel? Raus. Am besten, du sortierst sie nach Größe. Wir schauen nächstes Jahr wieder rein. Da kommt Herr Fischer. Der hat vorhin schon mal nach mir gefragt. Das ist der Oberste der ganzen Freiwilligen Feuerwehr hier in dem Landkreis. Was will der denn hier? Der entscheidet, wie groß der Einsatz wird. Ich nehme an, von Ihrer Seite gibt es keine Neuigkeiten? Leider nein. Wenn der Mannschaftswagen eintrifft, der Gerätewagen ist schon da, durchkämmen wir das ganze Gebiet. Und wenn das nicht hilft, nehmen wir uns den See vor. Danke. Für uns ist das wirklich die letzte Hoffnung. Frau Feitke, ich wollte nur sagen, ich glaube, das mit der Feuerwehr macht nicht viel Sinn. Alexandra, aber es könnte doch sein, dass er sich hier irgendwo versteckt hat. Wie ich Atze kenne, ist er sicher schon wieder woanders. Du bist mit dem Verschwundenen befreundet, stimmt das? Ja. Und er hat dir wirklich nichts gesagt? Du hast nicht den kleinsten Hinweis, wo er sein könnte. Hör mal, wenn du etwas weißt, musst du es sagen. Ich fürchte, wir müssen noch den Hubschrauber anfordern. Den Hubschrauber? Ja. Gerade wenn es um ein Kind geht, dürfen wir nichts unversucht lassen. Das verstehst du doch, oder? Ja, natürlich.
Wir wollen uns nämlich nicht den Vorwurf anhören müssen, wir hätten nicht alles Menschenmögliche getan. Ich muss los. Du erreichst mich in unsere Einsatzzentrale. Warten Sie mal! Mir fällt ja gerade was ein. So, das wird jetzt mal ein Intelligenztest der anderen Art. Für den besseren Lerneffekt noch eine kleine Zugabe. Dass sich da draußen alle suchen? Sogar die Feuerwehr ist schon unterwegs. Wirklich? Die suchen den ganzen See nach dir ab. Tja, sollen sie doch. Dann kapieren sie vielleicht endlich mal, dass sie nicht einfach über mich bestimmen können. Wie über einen Hund oder eine Katze. Das haben die schon lange kapiert. Deine Eltern sind total fertig. Und deine Mutter heult die ganze Zeit nur noch rum. Die wollen sogar einen Hubschrauber anfordern. Ich halte das nicht mehr aus. Wie meinst du das? Ich kann nicht länger so tun, als wenn ich von nichts wüsste. Heißt das, du willst mich verraten? Ach, Atze, spinnst du? Sorry, war nicht so gemeint. Aber was soll ich denn machen? Es geht doch um uns. Du sollst... Ich denke, es wäre besser, wenn du so schnell wie möglich wieder auftauchst. Ich will aber hierbleiben, sonst sitze ich ab morgen für immer in Hamburg fest. Oh, das ist doch Quatsch, Atze. Wenn du so weitermachst, dann bekommt deine Mutter noch einen Nervenzusammenbruch. Überleg doch mal, hier kannst du sowieso nicht länger bleiben. Je schneller du zu deinen Eltern zurückkehrst, desto besser für uns alle. Auch für dich. Papa! Lass mal reden! Papa! Hey, da seid ihr ja endlich! Guten Tag, Herr van Rieden. Hallo. Das ist Laura, von der ich dir am Telefon erzählt habe. Du bist also diejenige, mit der Antje für die alles entscheidende Klausur gelernt hat? Ja, das stimmt. Und, wie ist die Arbeit ausgefallen? Was sagst du? Das ist ja eine glatte Eins. Antje, das ist ja super. Das muss gefeiert werden. Und wahrscheinlich muss ich mich auch bei Laura bedanken. Nein, lassen Sie mal. Antje hat die Arbeit ganz alleine geschrieben. Was ist? Habt ihr Hunger? Also ihr müsst entschuldigen, es gibt nichts Warmes. Mutti musste unbedingt zur Tante Frieda, da geht's nicht besonders. Ist schon okay. Aber für heute Nachmittag besorge ich eine riesen Portion Kuchen zum Kaffee. Das ist versprochen. Erste Männer. Wer eintritt, hat gewonnen. Okay, auf die Plätze. Knete. Los. Hey, ihr könnt euch reinkommen und euch euer Papierflugzeug holen. Ich habe euch schon längst gesehen. Frau Galbert! Philipp will uns nicht in die Schülerbar reinlassen. Ich kann nicht mehr rumsitzen und gar nichts tun. Ich kann es einfach nicht mehr. Was ist denn, wenn Atze sich was angetan hat? Ich habe Angst, Eberhard. Karin. Ach. Hallo. Atze. Atze, wo kommst du her? Ist doch egal. Gibt's noch was zu packen? Ist ja nicht klar, was deine Mutter durchgemacht hat? Du, die kann einfach nicht mehr. Du hättest noch ein paar Ohrfeigen mehr verdient. Aber jetzt bin ich einfach nur froh, dass du wieder hier bist. Komm her. Mir ist einfach meine Münze weggerollt, als ich was zu trinken holen wollte. Genau, unter Philipps Tisch.
klärt das mit Philipp. Aber er lässt uns auch nicht mal in die Schülerbahn hinein. Ja, sobald wir an der Tür auftauchen, jagt er uns weg. Na schön, wenn das so ist, dann rede ich mal mit ihm. Philipp! Nein, nein, nicht! Halt! Was ist das denn? Nichts, ich wollte nur nicht, dass... Ist denn heute schon Silvester? Und die Grundgebühr ist auch schon drin. Am liebsten wäre ich für immer in Patulkes Wohnung geblieben. Ich glaube, es ist echt besser, wenn du mit deinen Eltern nach Hamburg gehst. Auch wenn wir uns denn nur in den Ferien sehen. Ich habe dir was mitgebracht, damit du mich nicht so schnell vergisst. Da bin ich aber mal gespannt, was du dir ausgedacht hast. Die sind aber schön. Der passt ja sogar. Und jetzt du. Ich habe mir auch was für dich ausgedacht. Ist gerade erst fertig geworden. Mach mal die Augen zu. Und nicht schummeln. Kannst wieder gucken. Hey, das ist ja das Foto von unserem ersten Date im Filmpark. Da, wo mir so schrecklich schlecht geworden ist. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es uns beiden noch was wird. Ich schon. Wenn du mich für dich alleine haben willst, musst du hier drehen. Und wenn es dir mal wirklich schlecht gehen sollte, voila. Was war denn hier für eine Orgie im Gang? Wahrscheinlich mal wieder Kim, unsere Chaos-Queen. Ach nee, jetzt fängt schon Antje an, ihre Sachen liegen zu lassen. Ich bin doch nicht die Putzfrau der Nation. Was haben wir denn da? Frage, Doppelpunkt, was versteht man unter Allodialgut? Antwort, Eigentum. Meine liebe Antje, da ist aber was mächtig faul im Staate Dänemark. Oh, pardon, wir wollten nicht stören. Herr Pasulke. Naja, bei der Hitze, da beißen nicht mal die Fische und dann habe ich von der großen Aufregung gehört. Also es gibt da einige Überlegungen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Herr Pasulke, ach Quatsch, Heinz möchte eh die nächste Zeit und, ach, weißt du was, erzähl es ihm doch lieber selber. Ja, es ist nämlich so, meine Tante Friederike in Wanne-Eickel, der geht's nicht so gut und weil ich so ziemlich der einzige Verwandte bin, den sie noch hat, habe ich beschlossen, sie einmal im Monat am Wochenende zu besuchen. Und da dachte ich, bevor meine Wohnung so einsam und verlassen rumsteht und sich am Ende noch gruselt, da könnte ja vielleicht Atze... Herr Pasulke, Sie sind ein Superschatz. Ja, aber natürlich nur, wenn Atze meine Blumen gießt. Ja, ja. Entschuldigung, Frau Feigl, Herr Feigl, guten Tag. Ich störe hoffentlich nicht. Nein, nein, Sie stören überhaupt nicht. Wissen Sie was? Herr Pasulke hat Atze gerade ein Angebot gemacht, dass er einmal im Monat ein Wochenende in seiner Wohnung... Ja, das ist ja wirklich ärgerlich. Ärgerlich? Wieso denn das, Herr Direktor? Naja, ich hatte mir auch was überlegt. Ich dachte, dass Atze ja vielleicht einmal im Monat Gast auf Schloss Einstein sein könnte. Ich meine, wozu haben wir schließlich das Gästezimmer? Aber das hat sich ja jetzt wohl erledigt, nicht wahr? Wissen Sie was? Damit Sie beide nicht enttäuscht sind, komme ich einfach alle 14 Tage. Seit wann kannst du denn mit so einem Ding umgehen? Mit 8 Jahren hat mein Papa mich zum ersten Mal mitgenommen. Und mit 12 durfte ich zum ersten Mal flügen. Echt? Und nachher dürfen wir die Kühe füttern? An deiner Stelle hätte ich Angst, dass eine Kuh mal auf mich drauf tritt. Die wissen genau, mit wem sie es zu tun haben. Und wenn es sein muss, kriegen sie eine gewischt. Sag mal, darfst du überhaupt so in deinem Alter mit so einem Traktor fahren? Mann nicht, ich schon. Und das gibt keinen Ärger? Nee, solange wir auf dem Hof oder auf dem Acker bleiben, drückt der Dorfpolizist schon mal beide Augen zu. Wenn die anderen dich hier so sehen könnten, die wir uns staunen, besonders Wolfert, der kann sich sicher nicht vorstellen, was du so alles drauf hast. Was ist denn jetzt?
Idiot, ich verdammter Idiot, das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn mit dir los? Ich habe alle Geschichtsunterlagen in der Schülerbar liegen lassen. Na und? Wolfgang Zettel war auch toll. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Denn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.